l'assistance armée. Novak. Werner. Küppers, Seeler. Und Schütz und Tor. Hosp. Nicht so kurz am Strafraum. Schneider. So ist das nicht. Jawohl. Aber es gibt Individualisten, die einen hervorragenden Fußball spielen. Und ich erzähle diesen langen Schneider hier mit der Nummer 5 zu den Besten der Nachkriegszeit in der Schweiz. Da, da, Novak. Der Kopfstoß war von Schneider. Gut gemacht von Werner. Eckball. Tolle Möglichkeit für Horst. Spieler. Werner. Seeler. Jetzt macht er ein Tor, der Uwe. Jetzt macht er ein Tor. Postenschuss. Postenschuss. Ja. Seeler. Schnellinger. Schütz. Schnellinger und Tor, ne? Nein. Und Tor. Wie damals ist es bestimmt schon. Fast nicht zu machen. Und Uwe Küppers, Tor! Seeler. Die Schweizer Torhüter. Aber jetzt, der Schiedsrichter ist so verdächtig nah in Ballnähe, jawohl. 5:1 schlägt Deutschland die Schweizer Nationalelf im 35. Länderspiel der beiden Nationalmannschaften. Und zum Schluss einen Wunsch für Sie, meine Damen. Nun aber Schluss mit Fußball. Es wird nicht mehr darüber gesprochen. Jetzt kann Weihnachten werden. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Auf Wiederhören.